Schön, dass ihr da seid. Ich hänge immer noch an diesem Boss und bin schon 4,5 Stunden dran. Aber da ich da immer noch bin, gibt's nicht viel zu erzählen. Ich habe diesen Verfolger-Boss gefunden. Ich habe schon wieder nur halbes Leben. Den versuche ich jetzt seit einigen Anläufen zu erledigen. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich tun könnte. Ich guck mal kurz nochmal hier rein. Kann ich diese Waffe tragen mittlerweile? Benutzen, Info anzeigen? Nee. Steht hier irgendwo, was ich für die Hellebarde bräuchte? Ja, anscheinend zweihändig kann ich sie benutzen. Schaden, was sagt denn der Schaden? Im Gegensatz zu dem, die macht mehr Schaden. Ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer, ne? Okay, gefühlt dauert der schwere Angriff ähnlich lang wie der leichte. Ken, hi, grüß dich. Gerade erst aufgestanden, oder wie? Guten Mittag. So, ihr beiden. Ah, ich habe ja gesagt, ich roll mich da einfach vor, ne, eigentlich. Naja. Ah ja, ich bin ins Sandwich gelaufen. Oh, aua, 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 aua. Dann probieren wir doch einfach mal ein bisschen die Hellebarde aus. Okay. Also der leichte Angriff macht mehr Schaden. Der macht richtig viel Schaden. Ich habe ein bisschen ein Problem mit Menschlichkeit. Die Menschlichkeitsabbilder, davon habe ich keine mehr. Oder nur noch eins. Jetzt muss ich erstmal mich wieder einspielen auf den Gegner. Ich möchte ein bisschen, ich probiere an den beiden hier ein bisschen die Hellebarde jetzt aus. Okay, 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 okay. Ah, die Reichweite ist nicht so hoch, wie man denkt. Okay, dass das kein voller Hit war, wundert mich. Es dauert sehr lange, bis der Schlag ausgeführt ist. Ah, jetzt bin ich reingelaufen. Okay. Hm.
Ich habe das Gefühl, die werden nicht so sehr gestaggert von der Hellebarde. Man muss auf jeden Fall mehrfach zuhauen, damit sich die gefühlt, damit sich die lohnt. Ich muss, ja, ich probiere es noch ein, zwei Mal aus an den Gegnern hier. Man kann relativ schnell hintereinander Schläge verteilen. Und ich glaube, das muss man auch. Oh. Und wenn man nicht trifft, dann dauert es eine halbe Ewigkeit, bis man wieder zuhauen kann. Oh, wenn man keine Ausdauer hat, natürlich auch. Aber dann macht die richtig gut Schaden, wenn man trifft. Da muss ich bei dem Boss dann probieren, wie viele Schläge ich geben kann. Wahrscheinlich zwei. Ein Twitch-Logo? Welches Twitch-Logo? Du meinst den Schädel? Das ist mein Logo insgesamt, also Mist. Den hat meine Schwester gemacht, also ja, Eigenanfertigung. Ich habe gesagt, ich hätte gerne sowas in der Art. Dann haben wir ein bisschen rumprobiert mit Farben und so. Und haben den gemacht. Ja, ich habe ein bisschen wenig Ausdauer für drei Schläge. Also nach drei Schlägen ist die Ausdauer futsch. Das heißt, ich darf nur zwei machen auf den Boss, weil ich Ausdauer zum Ausweichen brauche dann. Aber der zweite Schlag, der knallt rein. Lebensstein nehme ich natürlich gerne, vier Stück. Warum fragst du? Hättest du auch gerne sowas? Ja, das ist eine miese Nummer. Oh, da kam der dritte noch. Ich wollte gerade saufen. Das mit der Ausdauer ist übel. Die Hellebarde fand ich jetzt ganz cool eigentlich. Im ersten Teil hat sie mir nicht so zugesagt, da hatte ich aber auch andere Waffen, die ein bisschen mehr Schaden gemacht hatten und Moment, mir fällt noch was ein. Kann der Schmied auch meine Sachen verbessern? Ich müsste ja, ne? Schauen wir mal, ob ich hier schon irgendwas leveln kann bei dem. Ich glaube, ich habe noch eine Seele. Verstärken. Den Zweihänder. Oder die Hellebarde.
Prächtige Lanze, die kann ich noch gar nicht benutzen. Ja, die kann ich nicht benutzen, okay. Das ist jetzt die Frage, ne? Seelen. Habe ich denn überhaupt Seelen? Nee, habe ich nicht. Okay. Außer die eine, die ich wahrscheinlich zu einer Waffe ändern kann. Naja, gut, dann probieren wir es so noch ein bisschen mit der Hellebarde. Alles Eigenanfertigung, auch der Übergang, der Szenenübergang, den haben wir selber ausgetüftelt. Ich mache alle Thumbnails komplett selber, ich schneide mich davon Fotos aus. Die Schriften ein bisschen anpassen, schön bunt machen. Ich mache eigentlich alles selber. Außer das Logo jetzt direkt. Warum das nicht als Hit galt gerade, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ach komm. Oh, warum er da nicht gestaggert wird. Also manchmal werden sie, kriegen sie diesen Stagger rein, manchmal nicht. Dass der Schildschlag als Schild hochhalten gilt, finde ich fragwürdig. Weil das Skelett holt mit dem Schild aus und lässt seine Deckung quasi runter dadurch und trotzdem kriegt er nur so viel Schaden, als würde er das Schild hochhalten. Sehr, sehr fragwürdig. Fucking hell. Dasselbe Problem wie im ersten Teil. Gegner können durch sich durchhauen. Da, wenn er nimmt sein Schild so zur Seite, steht offen da und da darf ich ihn nicht hauen. Finde ich doof. Das finde ich doof. Habe ich eigentlich irgendeinen anderen Ring oder irgendwas noch? Was ich benutzen könnte? Was ist hier so? Oh, warte mal. Ich könnte mal die Brandbomben auf jeden Fall. Die Explosivbomben gegen den Boss verwenden. Bogen, Armbrust, die Peitsche. Ist auch wild, ne? Nicht effektiv genutzt werden mit den aktuellen Attributen. Ist das doof. Das ist doch, das muss doch eine Meme-Waffe sein. Oh, guck mal. Stellt langsam Trefferpunkte wieder her. Ja, nice. Wusste ich gar nicht, dass ich sowas hab. Cool.
Okay. Ja, da ist meine Reichweite nicht hoch genug, dass ich ihn dreimal hauen darf. Oh, nee, gegen die Wand gehauen. Oh, warum hat er so wenig Schaden gekriegt? Aber gut. Er trifft mich mit dem Pfeil. Mist. Also ich kann zweimal zuhauen und habe dann noch ein bisschen Ausdauer für eine Rolle. Falls es in dem Moment eng wird, habe ich ein Problem. Oh shit. Oh nee. Ach Mann, ey. Dass dieses Saufen so lange dauert. Ich habe auch richtig coole Sticker mit dem Logo drauf. Ja, und wie gesagt, das ist ja nicht nur mein Twitch-Logo, sondern das habe ich überall, auf allen Plattformen. Und Sticker damit, die liegen hier noch rum, keine Ahnung, die vielleicht mal irgendwie verlosen oder verschenken oder so, weiß ich noch nicht. Jetzt kommt dieser Pfeil an. Du glaubst es nicht. Nein. Okay, das war jetzt aber mal nicht schlecht. Das mit der Hellebarde geht. Das war kein schlechter Versuch.
Wenn ich jetzt vielleicht nicht verflucht wäre hier mit nur halbem Leben. Ziemlich nervig. Aber was soll man machen? Ich habe es gestern schon gesagt. Wenn das in Dark Souls 1 von Anfang an so gewesen wäre. Gut, ich weiß nicht, ob es dann so gefeiert worden wäre, das Spiel. Ne? Das ist auch immer so die Frage. Oh Gott, ich bin zu spät dran. Scheiße. Jupp. Und ich bin tot. Ha. Ah, das ist schon echt nervig mit diesen Boys da oben, dass die einen hitten können, währenddem ich in dieser Animation stehe. Komm mal ran hier, du. Puh, knappes Pferd. Warum habe ich mich nur so wenig geheilt? Hat er mich getroffen noch? Ich dachte, er hätte mich nicht getroffen. Das geht ja echt schon wieder super los hier. Habe ich die? Nee, habe ich glaube ich nicht. Wir nehmen sie mal mit rein ins Inventar. Du hast die Reacts geguckt. Schön. Freut mich. So, die Reihenfolge hätte ich bitte gerne. Ich hoffe, ich konnte halbwegs gut reacten und habe mich nicht dumm angestellt. Ich habe sowas noch nie gemacht davor. Ja, Logan habe ich komplett verpasst, richtig. Ach komm.
Mittlerweile weiß ich, wo ich ihn finde. Allerdings war ich dort an der Stelle, in dem Schlangenmenschentempel, und hatte ihn nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht gesehen. Das würde mich allerdings wundern. Normalerweise bin ich aufmerksam bei solchen Sachen. Ich weiß nicht, ob man davor irgendwas tun muss, um ihn überhaupt dort an diese Stelle zu bringen. Dass man irgendwie zuerst einen anderen Boss machen muss oder irgendeine andere Questline starten muss oder sowas. Ja, klar. Danke fürs Gespräch. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu spät dran. Nee, es reicht. Shit. Nee, jetzt sterbe ich. Oh. Puh. Oh oh. Puh. Schande. Ach Mann, ey! Das gibt's doch nicht. Ich dachte, wenn ich hier jetzt gut geschlafen habe, ich habe gut gegessen und alles, dann mache ich das. Es kann doch nicht sein, dass ich am zweiten Boss jetzt hier so rumhänge. Ich mache ihm genug Schaden, auf jeden Fall. Die Arena ist ätzend, in der er da drin steht, ne? Die Arena ist voll ätzend. Da hätte ich ihn lieber da bekämpft, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Die Reichweite von ihm einzuschätzen ist auch so blöd. Ja, jetzt auf einmal. Nee, warum schlage ich nicht in seine Richtung? Verdammt. Nein, oh, Glück. Ach, sein Homing-Blödsinn da, mit wenn er dann in der Luft hängt und... Ach. Maha. Die Verfolgerattacken, die dann später kommen, wo man einfach ein bisschen später ausweichen muss. Und ich hab's einfach nicht auf dem Schirm, weil das alles so gleich aussieht. Ätzend. Ich glaube nicht, dass, also so schwer, ich habe mir angeguckt, wie er da steht, und so schwer zu erkennen fand ich ihn jetzt nicht mit seinem riesigen Hut, ehrlich gesagt.
den Logan bei den Schlangenmenschen. Warum hat er mich, wann hat er mich getroffen, ohne dass ich es mitgekriegt habe? Ich habe einen Hit von ihm bekommen an irgendeinem Punkt, der mir nicht visuell dargestellt wurde. Gerade als ich gesehen habe, oh, jetzt bekomme ich einen Hit, habe ich hingeguckt auf meine Gesundheitsleiste und habe gesehen, ich habe nur noch halbe HP. Wow. GG. Ja, die Kugeln, aber ich war dort auch ohne, also die Kugeln habe ich ja in eine andere Richtung gelenkt und dann bin ich da unten rein und so weiter. Das habe ich schon, das habe ich alles gemacht und habe ihn aber nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das sein erster Encounter ist dort. Ist er immer dort als allererstes? Ist das so? Immer da im Käfig. Ah, okay. Na gut, dann habe ich ihn tatsächlich übersehen in dem Fall. Witzig. Jetzt muss ich nach jedem Mal, wenn er geschlagen hat, muss ich jetzt schauen, ob ich einen Hit kassiert habe. Das ist voll dämlich. Ja gut, das war eindeutig. Nee, scheiße, er macht die zweite Bewegung nicht. Kacke! Ich hatte gehofft, er macht den Schildschlag, dann hätte ich genug Zeit gehabt zum Trinken. Er hat ihn aber nicht gemacht. Es ist auch nicht erkennbar, ob er den Schildschlag macht oder nicht nach diesem Schwertstreich, den er da ausführt. Weiß ich nicht. Also, ich habe es jedenfalls noch nicht erkannt, dass er eine andere Bewegung machen würde. Storyline ist für Mages relevant, okay. Ja, so sieht er auch aus mit seinem Hexenhut. Aber ein ziemlich cooler Hut. Ich glaube, ich muss mir so einen Hut mal besorgen. Ich mag Hüte. Nein, ach, ich wusste, dass ich zu früh dran bin und dachte, hoffentlich kriege ich den zweiten noch hin. Mist. Ungeschickt, ungeschickt. Jetzt war ich unaufmerksam, weil ich dachte, ich überlebe das gar nicht. Ja, gut. Versuche ich mich jetzt einmal mit Menschlichkeit zu heilen. Ich versuch's jetzt. Ich versuche jetzt mein letztes Menschenbild verwende ich jetzt. Jetzt muss er sterben. Jetzt muss er draufgehen. Fabius, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr da seid. Keine Gnade. Ich probiere es, keine Gnade walten zu lassen. Das ist gar nicht so leicht.
Bis jetzt bin ich absolut okay mit dem zweiten Teil. Es gibt ein paar kleinere Schwächen, die nicht hätten sein müssen. Aber die sind auch... Die sind nicht so schlimm. Yes, Sir. Oh oh. Scheiße. Ah, nicht nochmal, bitte. Ich hab gesagt, nicht nochmal. Nein, ach Mann, ey. Dass man da auch keine Zeit hat, dass alle drei Schläge sitzen müssen von ihm. Voll ätzend. Da war wieder nichts zu erkennen, dass er mich hittet. Okay. Er kann mich so treffen, ich ihn aber nicht. Shit, das wollte ich so nicht. Nein! Ach! Fluch! Es ist voll nervig, dass nicht erkennbar ist, ob er den dritten Schlag manchmal macht, den zweiten Schlag manchmal macht. Macht er jetzt den Schildschlag oder nicht? Finde ich doof. Finde ich einfach doof. Nee. Ach, was ist das denn jetzt schon wieder, Mann? Ich komm da 100-mal durch. Auf einmal rennen sie hinter einem her wie die Bekloppten, ey. Komm! Dann kill ich euch halt. Mann, ey. Dass ich in dieser Animation gekillt werden kann. Das wäre halb so schlimm, wenn ich nicht mein Leben verlieren würde durch diese Nummern. Sie rennen schon wieder hinter mir her, ich höre sie doch. Und jetzt trifft mich der Bogen von dem. Warum ist das... Danke.
Der Pfeil, nicht der Bogen. Mit Hass. Yes, Sir! Homing! Mann, ey. Komm, mach eine andere Nummer jetzt bitte mal. Irgendwas Längeres, bitte. Homing! Mann! Und jetzt schon wieder ein bisschen vom Leben weg. Das geht heute schon richtig beschissen los, ey. Fabius, schön, dass du da warst. Kann ich schon wieder einen Hit weniger aushalten? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Dass ich das nicht erkenne oder falsch rolle oder... Ich habe keine Ahnung. So, jetzt rennen die beiden Boys wieder hinter mir her. Und ich komme nicht durch. Wetten? Ach, doch, noch geschafft. Gut. Jetzt, komm. Ich habe Hass in mir gegen dich. Verfolger. Hättest du nicht den anderen auch nochmal machen können gerade? Ich wusste, dass er zu nah dran ist. Nein, er macht einen anderen. Jetzt hat er den gemacht, den ich eigentlich will. Zack, und dann jetzt kommt der Dreher. Genau, okay. Nee, ich bin sogar nach hinten gerollt, diesmal nur nicht zur Seite, damit er mich nicht trifft. Und es hat trotzdem getroffen. Und es trifft, und es trifft. Kannst du nicht nochmal deinen blauen machen? Scheiße, nein! Er ritzt mir den Bauch an. Er ritzt mir den Bauch an mit der Spitze, mit dem letzten Pixel seines Schwertes. Ritzt er mir den Bauch an. Jetzt bin ich bald wieder... Nein, noch nicht, aber... Probiere ihn jetzt mal anzuzünden. Ich schau mal, wie weit ich so eine, ob ich so eine Kugel werfen kann, soweit. Mal schauen.
Eine schwarze Feuerbombe. Direkt im ersten, wenn er da schon rauskommt, quasi. Yes, sir. Please hit me with your sword. Thank you very much. Wow, was hat er denn für einen schwachen Arm? Verschwendete Feuerbombe. Warum ist das ein Hit? Na, wow, Alter. Jetzt war ich zu schockiert darüber, dass er mich nicht getroffen hat. Nee, 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 nee. Och, fucking hell. Bei einem Streich nach vorne kannst du dein Schwert nicht noch in der letzten Sekunde um 30 Grad nach rechts drehen und mich dann aufgespießt haben. Das geht nicht. Mann, ey. Dass ich hier in der ersten Stunde schon so viel fluche, damit habe ich nicht gerechnet. Ich versuche mich jetzt wieder zu beruhigen und gehe jetzt nicht mehr mit Hass an die Nummer ran, sondern mit Liebe. Ich liebe es, auf die Fresse zu kriegen. Es macht ja so viel Spaß. Oh ja, ich liebe Pfeile in meinem Arm. Ja, und Orks, die hinter mir herlaufen. Wunderbar. So viel Spaß und Liebe. Hey, oh, was für ein lieblicher Schlag. Wie er mich in der Rolle. Habe ich keine Iframes? Habe ich da keine Iframes? Warum habe ich da keine Iframes?
Nein, sie sind zu nah dran. Boah, so knapp. Keine Iframes, schon wieder. Auf einmal geht mein Chatbot übrigens wieder. Ich habe doch gestern bestimmt schon eine Stunde an dem rumgemacht, oder? Jetzt mache ich wieder eine Stunde rum. Meine Menschlichkeitsabbilder, Menschenabbild-Dinger sind alle weg. Ich bin schon wieder fast auf 50% Health. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen, aber nur die Hälfte an Schaden gemacht. Habe ich eigentlich die ganze Zeit keine Light Roll? Also es fühlt sich nach Light Roll an, aber... Weil ich gerade schwerere Rüstung angezogen habe und trotzdem... keine iFrames für den Tassilo. Es hat mich schon wieder getroffen, das Skelett. Jawohl, geil. Was für ein Spaß. Oh oh. Ja. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht rein. Doch, komme ich. Gerade so. Gut, das bringt rein gar nichts. Oh, ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich habe es überlebt. Das heißt, die Rüstung bringt schon mal was. Ein bisschen was. Oder der Heal war noch am Laufen von dem Lebensstein. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz... Nee, das ist genau gleich. Ja, ist gleich. So, wir haben wieder die 50% Health erreicht. Menschlichkeit für den Arsch. Am zweiten Boss. Ich kann den nur Lucky gewinnen, glaube ich, diesen Kampf. Irgendwie Glück haben oder so. Oder ich besorge mir Havels Rüstung und havel mich einfach durch dieses Spiel durch. Mann, ey, wenn der mich jetzt noch getroffen hätte, dann hätte ich zu Half-Life gewechselt.
Saftsack. War ich zu spät dran? Nein, Mann! Jetzt wollte ich ihn zu viel. Ich einen Hit, immer einen Hit nach dieser einen. So langsam kenne ich, glaube ich, die Bewegungen. Aber das ist nervig. Leute, es tut mir leid, dass ich hier so abkacke. Das ärgert mich. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Ich finde, storytechnisch, die Story war klar schon immer kryptisch, auch im ersten Teil und auch hier weiß man nicht viel, aber diese ganze Aufmachung hat mich im ersten Teil mehr abgeholt. Bisher, würde ich sagen. Weil im ersten Teil wird gesagt, ich soll der neue Herrscher werden und so, mega cool. Und hier wird einfach nur gesagt, dein Schicksal ist es zu sterben. So, wow, okay. Die Info, die du hier am Anfang kriegst, ist, du stirbst und du willst Seelen haben. Ja, okay, wow. Finde ich ein bisschen lame, dass ihnen da nichts Besseres eingefallen ist. Dann machen wir es super langweilig. Einmal weg. Einmal weg. Einmal weg. In seinen verkackten Schlag rein. Das ist der einzige. Ist das der einzige, der mich noch wirklich killt? Der einzige Schlag, der mich noch wirklich killt, ist sein Homing-Drehschlag, weil der nicht abschätzbar ist. Ich weiß nicht, ob ich zu früh rolle, zu spät rolle. Ob ich überhaupt rollend Iframes hab gegen diesen Schlag, keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, der trifft mich immer. Einmal bin ich in ihn reingerollt, da hat es geklappt, dass er mich nicht getroffen hat. Scheiße. Scheiße. Mit 50% HP da in den reinlaufen.
Hören? Was war das? Wilde Aktion. Nee. Oh Gott, zum Glück. Der zweite Boss in dem Spiel macht mir so Probleme wie der härteste Boss im ersten Teil. Ich weiß noch nicht mal, ob das der richtige Boss ist, bei dem ich hier gerade stehe. Aber ich sehe es schon, ich sehe ja ein Ende, ich sehe den Sieg so zum Greifen nahe. Aber es sind einfach ein paar Dinge bei diesem einen Drehwirbelschlag von oben, den er da macht, als dritten Schlag aus seiner Combo raus, kriege ich die Rolle nicht richtig hin. Dann hat er manchmal ganz komische Sachen, so wie eben, wo er dann den Ansturm macht, aber dann doch nicht macht und sofort zuschlägt. Keine Ahnung, war seltsam, das ist das erste Mal passiert. Wahrscheinlich, weil ich auf ihn zugelaufen bin. Wurde das anders getriggert oder was? Keine Ahnung. Dann ritzt er mich mit seiner Schwertspitze teilweise in den Bauch, wo ich denke, eigentlich müsste ich weit genug weg sein. Dann macht er aber vielleicht nur einen Ausfallschritt oder auch nicht nach vorne. Keine Ahnung. Für die Folge war es das jedenfalls. War ein reines in den Boss reinlaufen und sterben. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.